Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie bei Karin Mioska für Friedrich Merz und die CDU Propaganda gemacht wurde, um Auffälligkeiten im Weidel-Interview bei Kompakt und um die Lage des BSW, um die Vorgänge in Thüringen. Wir wollen hier nicht spekulieren, was Kevin Kühnert fehlt und wünschen ihm auch, dass es ihm bald besser geht. Aber es fiel auf, dass viele Politikerinnen und Politiker, viele Abgeordnete anlässlich dieses Rücktritts noch einmal mehr berichten von der Härte dieses Berufs. Einer, der auch schon mal Kanzler werden wollte, Martin Schulz, der sprach im Spiegel davon, dass der Druck, die Dauererreichbarkeit, die Atemlosigkeit, die hohe Erwartung, die an einen Spitzenpolitiker gerichtet ist, er sagte, die gehe über das Maß des Erträglichen hinaus. Empfinden Sie das manchmal auch so? Ja und nein. Die EU jetzt eingeführt, vor 2,5 Jahren schon, dass wir zum Beispiel die Handys in den Sitzungen rauslassen. Einfach um ein bisschen mehr Ruhe zu haben, nicht ständig auf den Handys da rumzufummeln. Und ich habe den Kollegen mal im Spaß gesagt, wenn das Weltgeschehen unser Eingreifen erfordert, werden wir benachrichtigt. So, also insofern kann man auch hin und wieder mal in Ruhe solche Gremiensitzungen machen. Wir müssen auch darauf vorbereitet sein, dass es in Zukunft möglicherweise ohne Amerika stattfinden muss. Und dann muss es auch gelingen. Die Ukraine braucht mehr militärische Hilfe, das ist klar. Die Unionsfraktion hat zweimal im Deutschen Bundestag Anträge gestellt zur Lieferung der Taurus-Marschflugkörper. Würden Sie sie immer noch schicken? Wissen Sie, Frau Mioska, was mir in der ganzen Debatte fehlt, ist eine strategische Betrachtung unserer Optionen. Und ich hätte mir dann gewünscht, dass wir Putin gesagt hätten, pass auf, wenn du weiter die zivile Infrastruktur bombardierst, Krankenhäuser, Kindergärten, Energieversorgungsunternehmen, dann werden wir morgen die Reichweitenbeschränkung aufheben für die Waffen, die die Ukraine heute schon hat. Das hat nie stattgefunden. Es hat im Grunde genommen nie eine strategische Abfolge von Entscheidungen innerhalb der NATO oder innerhalb der Europäischen Union gegeben. Und wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass auch am letzten Wochenende mehr stattgefunden hätte als nur eine Absage. Würden Sie jetzt ihm den Wunsch erfüllen, Taurus-Marschflugkörper zu geben? Das muss man von der Situation abhängig machen, wie sie heute ist. Ich würde es nicht einfach so tun, sondern ich würde es genau so konditioniert machen und Putin auch sagen, wir sind bereit zu reden. Übrigens, dass der Westen bereit ist zu reden, ist ja allgemeingut. Orban war in Moskau und hat ein Friedensgespräch geführt mit Putin. Und das Ergebnis war, 3 Tage später ist ein großes Kinderkrankenhaus in Kiew bombardiert worden. Ja, am Anfang geht es extrem menschlich zu. Es wird Kevin Kühnert das Beileid ausgesprochen und Friedrich Merz kann sich hier als menschlich präsentieren. Er steht ja so ein bisschen da als der kalte Kapitalist und er hält jetzt hier am Anfang der Sendung viel Gelegenheit, menschliche Wärme zu zeigen. Der politische Betrieb ist zu hektisch, es muss entschleunigt werden und er legt Wert drauf. Können wir uns an eine Sendung mit einem AfD-Vertreter erinnern, bei dem jemals sowas gefragt wurde? Natürlich nicht. Das ist schon mal die Grundstimmung, wie in das Interview eingeleitet wird. Es geht dann um die Ukraine irgendwann. Und hier ist auffällig, was man schon eigentlich die ganze Zeit sehen kann und was, ja, also aus meiner Sicht, das war wie ein Horrorfilm. Also es war einfach nur schrecklich. Man hat gesehen, wie Mioska und Merz zusammen die Deutschen dazu aufgestachelt haben, möglichst tief in den Konflikt reinzugehen, also möglichst die Ukraine-Regierung, also es ist falsch zu sagen, die Ukraine zu unterstützen, es ist immer die ukrainische Regierung, die man unterstützt, weiter mit Waffen zu unterstützen. Vor allen Dingen dann auch und genau dann, wenn die Amerikaner sich zurückziehen. Und jetzt wird der Zuschauer denken, ja gut, aber es ist doch jetzt hier, man sieht ja doch eindeutig, dass die Amerikaner keinen Einfluss oder dass der US-Geheimdienst keinen Einfluss auf die Medien nimmt, weil Amerika will sich jetzt zurückziehen aus der Ukraine. Und will da nichts mehr machen. Und ja, die Medien sind ja ganz unabhängig und wollen aus purem Mitleid, weil sie so mitfühlsam sind mit den Ukrainern, wollen sie unbedingt, dass Deutschland die Ukraine rettet, in Anführungszeichen. Und ja, also die weiterhin Waffen liefert. Und vor allen Dingen auch eine Freigabe für Taurus erfolgt. Also es wird so hingestellt, es ist vollkommen klar, was jetzt zu tun ist. Und die Amerikaner, ja, sie gehen halt leider nicht mit, aber es ist ja eh vor unserer Haustüre. Also es ist ja für uns wichtig, weil wir sind ja näher an der Ukraine dran und Amerika ist weiter weg. Also es ist ja in unserem Interesse, dass wir jetzt die Waffen reingeben. Und aus meiner Sicht, es ist so kaltherzig, wie Friedrich Merz, ja, wie er seinem Land hier in den Rücken fällt. Weil natürlich, wenn man die Geostrategie kennt von Helfert Mackinder,
Brzezinski oder jetzt 2015 Friedmann, dann ist natürlich seit Ewigkeiten das Kalkül offensichtlich, das natürlich im US-Außenministerium bekannt ist, was natürlich die informierten Medienvertreter alle genau wissen. Und zwar geht es darum, dass man kann es sagen, eigentlich zu sagen, dass man Verderben nach Eurasien trägt, indem man spaltet und Kriege anzettelt, die Leute so schwächt und man selber dadurch die Kontrolle behält und seinen Weltmachtstatus ausbauen kann. Und hier wird vollkommen offensichtlich. Es geht dann weiter mit Wagenknecht und ja, es wird dann so dargestellt, wenn jetzt Deutschland also keine Taurus-Freigabe gibt und keine Mittelstreckenraketen stationieren will, wodurch ein Erstschlag gegen Russland effektiv möglich ist, und zwar so, dass Russland sich nicht wehren kann und dass sie ihre Hauptstadt verlegen müssen eigentlich. Also stellt sich auch die Frage, was da passiert, wenn jetzt das mal irgendwann passiert, was Russland da macht. Also entweder müssen sie Deutschland angreifen oder sie müssen ihre Hauptstadt verlegen, weil sonst ist natürlich, besteht das Risiko, dass sie mit einem Schlag zerstört werden. Dann kann man natürlich sich ausdenken, dann gibt es irgendeinen Grund für eine russische Aggression, weshalb man jetzt unbedingt mit Hyperschallraketen Moskau angreifen muss. Also so ein Grund lässt sich auf jeden Fall finden. Und man kann sich natürlich schon vorstellen, dass Russland dieses Risiko nicht eingehen wird. Das heißt, es wird in irgendeiner Art und Weise wird es eine Reaktion zur Folge haben. Natürlich eine Reaktion, die für Deutschland nicht gut ist. Und wovon natürlich Deutschland viel mehr betroffen ist als die USA. Und aus meiner Sicht deswegen steht diese Mittelstreckenraketenstationierung. Das ist ganz zentral und es ist der blanke Horror, dass wie, also Friedrich Merz hat ja ausgesorgt. Er hat ja wirklich genug Geld auf dem Konto. Und dass er jetzt das vorantreibt, dass wir, wie man seinem Land so den Rücken fallen kann, dass man sowas macht, dass man sowas unterstützt, dass man, also die Leute, er will ja Kanzler werden und er ist dann sozusagen, es ist wie, ja, wie ein Erziehungsberechtigter, dem Kinder anvertraut werden. So ist das. Und es ist ungefähr so, als wie wenn er die Kinder Menschenhandel damit betreibt. Sie, ja, also er es nicht gut mit ihnen meint und aus Eigennutz sie verkauft. Das ist eigentlich genau das Gleiche. Und aus meiner Sicht, ja, das Interview geht dann noch weiter. Es wird dann, der Trick ist dann, dass es wird dann suggeriert, dass Miauska kritisch ist, und zwar indem sie dann weiter kritische Fragen zur Innenpolitik stellt. Also wie das Wirtschaftsproblem gelöst werden soll, das geht dann am Ende eine ganze Weile, nachdem diese zentralen Themen abgearbeitet sind. Und dadurch denkt dann vielleicht der UR-Zuschauer, der treu-doofe, in Anführungszeichen CDU-Wähler, denkt dann, ja, ist ja ein kritisches Interview gewesen. Und er hat dann, die Zuschauer haben dann nicht gemerkt, dass ja diese kritische Fragen, dass es nur bei der Innenpolitik war und dass bei entscheidenden Punkten die kritischen Fragen eben genau nicht kamen. Und sie haben wahrscheinlich gar nicht gemerkt, dass diese Fragen nicht gekommen sind, weil sie gar nicht verstehen, wie wichtig das ist mit den Mittelstreckenraketen. Viele denken wahrscheinlich, das sind halt irgendwelche Raketen, die stationiert werden. Und ja, das hat schon alles seine Richtigkeit. Und jetzt stellt man sich mal vor, Deutschland würde jetzt in den USA Hyperschallraketen stationieren zum Schutz vor Mexiko. Also es ist vollkommen absurd, es ist undenkbar. Und natürlich, dass Deutschland die Kontrolle über diese Raketen hat. Es ist ja so, diese Mittelstreckenraketen, die in Deutschland stationiert werden, Deutschland hat natürlich keine Kontrolle darüber, sondern allein die USA. Das ist eben das Problem mit der NATO, dass das dann so unproblematisch, dass so kaschiert werden kann. Ja, da werden halt irgendwelche Raketen stationiert. Weil das ist halt innerhalb des Bündnisses, das ist zu unserem Schutz. Und dabei ist es natürlich nicht zu unserem Schutz, sondern es festigt allein die geostrategische Position der USA auf unsere Kosten. Und es ist aus meiner Sicht unglaublich entwürdigend. Also man stellt sich mal vor, wir würden jetzt Raketen in den USA stationieren und würden dann halt in Kauf nehmen, okay, ja, dann, wenn es jetzt den Mexikanern nicht passt, dann schicken sie halt Raketen in die USA, aber das ist ja nicht unser Problem. Das sind ja die USA. Und für uns ist ja eh gut, wenn Mexiko und die USA sich zerfleischen, ist ja für uns eh gut, weil dadurch, ja, sind die schwach und wir festigen unseren Einfluss, weil wir werden dann gebraucht. Wir werden dann als Hilfe zumindest von den USA gebraucht, weil ja die gegen Mexiko dann, ja, müssen die ja irgendwie bestehen können. Die Ampel beschleunigt das, was die CDU angefangen hat, nur. Und das darf auch nicht vergessen werden. Nichtsdestotrotz ist die CDU eigentlich der natürliche Partner der AfD und die Wähler stimmen auch genauso ab. Was wird also 2025 passieren? Ich glaube, dass wir nächstes Jahr noch nicht so weit sein werden, dass die CDU eine AfD als Regierungspartei mit akzeptieren würde.
Ich glaube aber durchaus, dass wir eine realistische Chance haben im Jahr 2029. Also ich glaube, dass das Jahr 2029 das entscheidende Jahr für die AfD wird. Aber wir stellen die entsprechenden Weichen bereits nächstes Jahr. Aber zu einer Regierungsbeteiligung wird es aus meiner Sicht noch nicht kommen. Da habe ich eine Frage. Also angenommen, das klappt. Angenommen, es gibt Koalitionsverhandlungen. Was wären Ihre Bedingungen für eine Koalition? Also Punkte, wo Sie sagen, das muss mit in den Vertrag, ansonsten gibt es mit uns keine Zusammenarbeit. Das kann ich Ihnen gerne sagen. Grenzschließung, Zurückweisung von Illegalen an unseren Grenzen. Rigorose Abschiebung von Illegalen und von Straftätern aus unserem Land, ohne Wenn und Aber. Dann zurück zu einer vernünftigen Energiepolitik. Wir brauchen einen diversifizierten Energiemix. Dazu gehört Kernkraft, dazu gehört Kohlekraft, dazu gehört auch günstiges russisches Gas. Und aus meiner Sicht ist es schrecklich, dass in dem Kompakt-Interview mit Alice Weidel von sich aus das nicht thematisiert hat, die Mittelstreckenraketen. Sie hat sie von sich aus nicht thematisiert und es ist aus meiner Sicht, ich bin auch enttäuscht von Kompakt, ja, dass sie es verpasst haben, alles weiter danach kritisch zu befragen. Und ich kann das nachvollziehen, warum sie das nicht gemacht haben. Sie wollten jetzt nicht die Stimmung verderben. Sie sind ja überhaupt froh, dass sie ja nicht gedisst werden von alles weiter und die wollten jetzt die Harmonie nicht eintrüben. Und da muss man ja sowas Kritisches nicht fragen. Und unter Freunden. Und dabei übersehen sie aus meiner Sicht, dass alles weiter hier ein Spiel spielt. Und es war auch auffällig, jetzt haben wahrscheinlich viele Zuschauer von dem Interview mit Weidel bei Kompakt gedacht, ja, ist ja alles doch in Ordnung. Jetzt hat ja, wir erinnern uns, bei Welt hat Weidel erklärt, ja, ein Energiemix müsse bestehen aus Kernkraft, Kohle und Innovation. Und es fiel kein Gas. Also alles Weidel hat im Weltinterview darauf verzichtet und hat Gas nicht erwähnt. Jetzt im Kompakt-Interview hat sie erklärt, wir bräuchten einen Energiemix aus Kernkraft, Kohle und Gas. Und hat das russische Gas wieder erwähnt explizit. Und jetzt denken sich die Leute, ja, ist ja alles kein Problem, das hat sie halt bei Welt tragischerweise vergessen. Also das war tragisches Pech, ja, es war halt so viel und das hat man halt vergessen. Aber jetzt hat sie es ja gesagt, also ist kein Problem. Und es ist ein Fehlschluss, weil es natürlich immens viel wichtiger ist, was bei Welt gesagt wird, als was bei Kompakt gesagt wird. Und warum? Weil Welt ist ein Mainstream-Medium mit einer größeren Reichweite, vor allem an die Leute, die denken, die AfD ist rechtsextrem. Und natürlich ist es so, dass die Aussage, man wolle Gas haben, russisches Gas, das passt nicht in das Narrativ von Welt. Und das passt auch nicht zu einer CDU-AfD-Koalition. Und aus meiner Sicht ist die klare, es ist natürlich, alles weil überlegt sich genau, was sie sagt. Es ist natürlich ein Kalkül, das nicht zu sagen, damit sie wieder eingeladen wird. Und jetzt kann man sich sagen, ja, ist ja nicht schlimm, jetzt hat sie ja bei Kompakt, hat sie es ja bestätigt, hat sie es ja doch gesagt, aber sie hat es dann nur vor den Kompakt-Zuschauern gesagt, aber nicht vor den anderen Zuschauern. Und die anderen Zuschauer haben es jetzt aber, die ganzen Altmedienkonsumenten, sie haben das natürlich jetzt aber nicht vernommen, sondern sie haben gedacht, ja gut, das Gas ist nicht so wichtig. Dabei ist natürlich das Gas zentral, weil davon der Energiepreis abhängt. Und der Energiepreis wirkt sich doppelt aus. Wenn die Energie billiger ist, dann können wir uns mehr leisten, können mehr kaufen und die Industrie kann billiger produzieren. Und der niedrige Energiepreis ist aus meiner Sicht, soweit ich das jetzt mitbekommen habe von Schilderungen, auch der Grund, weshalb jetzt aktuell Russland und China im Lebensstandard an uns vorbeiziehen. Obwohl sie sich scheinbar viel weniger Geld verdienen. Also wenn ihr mal Tacheles guckt mit Thomas Röper, sie äußern, ich kann es ja nicht beurteilen, ich bin ja nicht vor Ort, aber die schildern das glaubhaft aus meiner Sicht so, dass mittlerweile zwar natürlich die Russen weniger verdienen immer noch, aber dadurch, dass die Lebenshaltungskosten, vor allem die Energiekosten, sind extrem viel niedriger und vor allen Dingen müssen sie auch keine Miete zahlen, weil die meisten Russen eine eigene Immobilie besitzen. Also ich kann das nicht beurteilen, aber es erscheint mir plausibel und in China ist die Entwicklung wahrscheinlich ganz ähnlich. Das heißt, also hier sieht man, wie wichtig der Energiepreis ist. Was ja auch damit zusammenhängt, dass jetzt wir eine Deindustrialisierung haben. Was ja auch niemand mehr bestreitet. Das heißt, das Gas ist der zentrale Punkt. Und jetzt hat Alice Weidel auch eine Koalition mit BSW faktisch ausgeschlossen. Also sie hat erklärt, ja, mit BSW, die inhaltlichen Differenzen, sie seien so unterschiedlich, das sei ja praktisch unmöglich, weil sozusagen Wagenknecht sei eine Kommunistin und ja, die CDU, das sei man eigentlich. Das kam eindeutig rüber aus meiner Sicht, dass die CDU, dass man da ja eigentlich viel näher ist.
Und aus meiner Sicht mit der aktuellen AfD-Positionierung, wenn man sich die Prioritäten anguckt, dann stimmt das nicht. Sondern natürlich ist die AfD viel näher bei BSW als bei der CDU. Weil das so wichtig ist mit dem Gas. Und mit der CDU ist das nicht zu machen. Das ist vollkommen klar. Und das weiß auch alles weiter ganz genau. Und wie kann sie dann erklären, 2025 reicht es vielleicht noch nicht mit einer CDU-Koalition, aber 2029 schon, wobei sie das aber mit BSW nicht in Aussicht stellt. Und vor allem ist es aktuell ja so, dass die AfD in einer Koalition mit der CDU der klare Juniorpartner wäre. Also die, wenn man den Umfragen einigermaßen glaubt, natürlich ist es aus meiner Sicht meistens ein bisschen zu niedrig, aber aus meiner Sicht ist es nicht völlig aus der Luft gegriffen, dass die CDU deutlich vor der AfD steht. Jetzt nach den Umfragen doppelt so stark. Es ist jedenfalls nicht so, dass es aktuell so aussieht, dass die CDU Juniorpartner von der AfD wird. Und entsprechend kann natürlich die AfD auch nicht die Forderungen durchsetzen. Das heißt, wenn wir uns jetzt mal die Prioritäten angucken, dann gibt es mit der CDU eine Übereinstimmung mit der Zuwanderungsfrage und vielleicht noch bei der Steuerpolitik. Und jetzt gucken wir uns das mal mit BSW an. Da gibt es eine Zustimmung, auch Zuwanderung, aber vor allen Dingen Mittelstreckenraketen und Gas. Und von den Prioritäten her, auch für die wirtschaftliche Entwicklung, ist das viel wichtiger als der Rest. Und aus meiner Sicht vor allen Dingen auch mit der Steuerpolitik und mit den anderen Sachen würde sich mit BSW ein Kompromiss finden lassen. Weil Wagenknecht ja das Sagen hat und nicht irgendwelche Katja Wolfs, wie sie jetzt ja auch ausstellt. Weil Katja Wolf wird ja sehr wahrscheinlich jetzt aus dem BSW rausfliegen. Also entweder wird sie klar noch zurückrudern oder sie wird rausfliegen. Die CDU ist aus meiner Sicht, vertritt nicht die Interessen Deutschlands, sondern vielmehr die Interessen der USA. Also Deutschland kommt da nur an zweiter Stelle. Und deswegen ist vollkommen offensichtlich, dass eine Koalition mit der CDU nicht klappen kann. Und vor allem, wenn man sich auch daran erinnert, wie die CDU, wie CDU, CSU die AfD drangsaliert und diffamiert haben. Das stellt einfach nochmal den BSW bei weitem in den Schatten. Bei weitem. Und aus meiner Sicht ist es entwürdigend, sich der CDU anzudienen. Und aus meiner Sicht arbeitet alles Weidel auf eine CDU 2.0 hin. Weil vollkommen offensichtlich ist, dass mit einer CDU-Koalition die wichtigen Punkte fallen. Es wird kein russisches Gas geben. Und aus meiner Sicht ist diese Häme über den Streit beim BSW völlig deplatziert. Weil selbst jetzt es alles Weidel verpasst hat, hier sich klar zu äußern zu den Mittelstreckenraketen. Sowohl bei Welt als auch bei Kompakt. Dass das Thema einfach ausgespart wurde. Und ich habe keinen Zweifel, dass sich die ostdeutschen Landesverbände hier richtig positionieren. Aber bei den westdeutschen Landesverbänden, da habe ich sehr große Zweifel. Das heißt, wir können uns freuen, dass es in Deutschland eine Partei gibt, und zwar im Moment nur eine, die sich mehrheitlich gegen die Mittelstreckenraketen ausspricht. Und das muss man jetzt bei der AfD erst nochmal sehen. Also da möchte ich das jetzt mal die Positionierung sehen mit den Mittelstreckenraketen, das will ich von alles weiter hören. Also meiner Meinung nach, soweit ich weiß, ist das noch nicht geklärt, dass die AfD bundesweit dagegen ist. In den ostdeutschen Landesverbänden keine Frage, bundesweit ist das, denke ich, nicht geklärt. Sondern es ist eine Frage, die im Moment ausgespart wird, weil klar ist, dass es Streit erzeugt. Und aus meiner Sicht wird das böse Erwachen kommen, damit Koalitionsverhandlungen mit der CDU, wo die AfD Juniorpartner ist. Dann wird wahrscheinlich als großer Erfolg verkauft, dass man ja jetzt die AfD-Politik zur Zuwanderung durchgesetzt wird. Und dass man vielleicht in der Bildungspolitik, wobei das ja Ländersache ist, aber dass man noch ein paar anderen Punkten, ein paar Wirtschaftssachen macht, das wird dann als großer Erfolg verkauft. Und dabei die eigentlich wichtigen Dinge, die fallen hinten runter. Also bundesweit sind die wichtigen Positionen beim BSW geklärt. Und zwar auf die richtige Weise geklärt. Und dabei der AfD leider noch nicht. Und ja, also ich hoffe natürlich, dass sich das ändert. Weil ich auch eigentlich mein Herz für die AfD schlägt natürlich. Weil was sie durchgemacht haben, was viele tüchtige Parteimitglieder mitgemacht haben, wie viele ihr Herz eingesetzt haben, standgehalten haben, gekämpft haben über all die Jahre. Und ich finde es extrem bitter, dass dann die Spitzenpolitiker ihr eigenes Ding drehen. Und das ist leider, denke ich, das Problem bei Parteien, dass sie verschlissen werden, dass sie verbraucht werden. Weil aus meiner Sicht spricht viel dafür, es so zu handhaben, dass Personen sich zur Wahl stellen, sie Parteien gründen und diese Parteien möglichst klein gehalten werden, dass keine Leute beitreten können. Weil es treten leider viele oder besonders Leute, diejenigen Leute sind aktiv, die durch die Partei Karriere machen wollen. Und das hat negative Konsequenzen, vor allem langfristig für die Partei. Also es wird so eine Partei ausgehöhlt, weil es sind, denke ich, nicht die besten Leute, die in die Partei gehen, um da Karriere zu machen. Da kann man natürlich nicht verallgemeinern, aber das ist der Eindruck, den habe ich leider. Also ja, ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was sonst so einfällt.
Macht's gut.